Freies Studio, ist aber das 1er Studio von Fun TV, das übrig geblieben ist. 8000er, jawohl. Und noch eine 8000er, aber sowas von jawohl. Eine 3000er, eine 4000er, nehmen wir die 4000er noch mit rein. Und der Rest fliegt wieder raus. Sehr gut. Sehr gute Nachrichten. Okay. Ihnen wurde besondere Dienste, bla bla bla, Semi vergeben. Juhu. Ja, stimmt. Ja, da geht er jedes Mal da komplett wieder raus, der Eumel. So, schau mal, Image hier. Haha, ha, sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch mit dem blauen Klaus rumschlagen. Aber ich bin mal zuversichtlich. Actionfilm, stirb langsam. Okay. Delikat, bis Tagesende muss der raus. Und Coca-Cola. 9, 10, 11, 12, 13. Ne, den würden wir heute nicht abgeschlossen kriegen. Naja, wir verteilen schon mal für morgen unsere beiden Serien. Oder unsere eine Serie. Actionfilm, Komödie haben wir heute alles schon verbraucht. Kultur wollte ich jetzt erstmal nicht senden. Na, wenn wir erstmal gucken, wie der Film um 19 Uhr ankommt. Vielleicht sagen die Zuschauer auch, nö, du musst nicht sein. 15. Tag schon. Guck mal an. Okay, wir lassen es mal schneller laufen. Ja, Rauchende Colts wird wahrscheinlich wieder zu 39 Millionen, glaube ich, hat er standardmäßig. Ja, 32. Ist okay. Ist vollkommen okay. Wir haben, was haben wir, Nachrichten? Ah, Jeremy-Folge, der Unfall wurde fertiggestellt. Die ist schon im Archiv. Okay. Danke für die Nachrichten. Wunderbar. Ach so, wir haben ja dann Hannah und ihre Gedönsschwestern. Ja, da sollten wir auf jeden Fall nochmal nach Nachrichten gucken. Um die gut starten zu lassen, haben wir aber nicht. Naja. Dann lassen wir es eben schlecht starten. Oder mittelmäßig. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem von dem hier, der muss raus. Das ist ein Schicksalsspot. Wenn wir den nicht raushauen, sind wir ruiniert. Mit 2,5 Millionen Miese und nochmal 700.000 drauf, können wir einen Laden dicht machen. Da würden wir nichts mehr bekommen. Gar nichts mehr. Und dann hätte Sun TV mit 13% schon fast gewonnen. Ja, 39,2. Damit hatte ich in etwa gerechnet. Ich verteile jetzt hier nochmal den Cola-Spot. Sicher, sicher. So. Also, wenn wir den Tag überleben sollten, dann haben wir morgen gute Chancen, nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne zu tun. Aber dann nehme ich für morgen den letzten Coca-Cola-Spot senden und 5,5 Millionen haben. Was bedeutet, wir können uns für 4,5 Millionen den zweiten Satelliten kaufen. Und dann hätten wir richtig, richtig Zuschauer. Nicht nur so ein bisschen. Ich will trotzdem die 50 Millionen heute reinhauen. Wenigstens einmal, wenigstens stirb langsam, sollte uns 50 Millionen bringen. Wenigstens der. So, vielleicht schon die Hanna um 20 Uhr. Ja, die Hanna um 20 Uhr. Guck mal an, Hanna. Okay, also ich denke, wir bleiben bei 18, 19 oder den Serien. Das mit dem zweiten Film hat sich nicht so wirklich rentiert. Bleiben wir hier nur zwei Cooler ein. Ach, ist das schön, delikat haben wir dann. Ach, das ist richtig gut. Jawohl. Schon mal auf mittlere Geschwindigkeit.
und holen es für Stirb langsam dann direkt. Also Komödie, also um 20 Uhr eine Komödie. Alles klar. Ja, nochmal ganz kurz auf schnell stellen, damit wir es abschließen können. Und dann schauen, was Stirb langsam einbringt. Puh, jetzt wird mir aber Stein vom Herzen, dass wir das packen hier. Jawohl, 2 Millionen. Passt. Stirb langsam. Aber wie viele sterben langsam? Ja, 69 Millionen. Ja, wunderbar. Ja, ganz wunderbar. Jawohl, und eine neue Nachrichtigkeit. Na, Nachrichtigkeit. Oh Mann, eine neue Nachricht. Oder eine Neuigkeit, aber nicht Nachrichtigkeit. Hanna wollte ich doch hier holen. Komm, Hanna. Hanna fliegt jetzt raus. Mitsamt ihrer Bagage. Aber erst Werbung kaufen gehen. Ganz wichtig. Erst Werbung kaufen gehen. Okay, was haben wir da? Coke Light. 4x50 Millionen, voller Geschmack. Okay, wäre denkbar. Marlboro für echte Cowboys. 4 Spots in 3 Tagen für 3 Millionen. Commodore, bla bla bla. Camel, bla bla bla. Nee, ich nehme Marlboro Light. Für 3 Millionen. Halt. Den nehmen wir doch glatt. Das ist ein Actionfilm halt allzu spät. Ein Spät-Actionfilm. So, Marlboro Light und nochmal Marlboro Light und im Idealfall nochmal Marlboro Light und natürlich nochmal Marlboro Light. Ja, das wäre der Idealfall, der nicht eintreten wird, aber wäre schon schön. Gut, wir haben erstmal alles drin. Jetzt können wir es ganz entspannt für morgen zwei Filme kaufen gehen. Mal schauen. Kohle genug haben wir. So, erstmal die Hanna noch weg. Was haben wir hier? Arachnophobia. Football übertragen in 3 Tagen. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja. Martin ist ihr Hobby. Nee, Good Morning Vietnam. Warte mal, der hatte. Nee, das ist Roger Rabbit besser gelaufen. Die Ehre der Prizis. 3 Blocks. Das Problem, wie ich Arachnophobia sende. Was ist hier Hobby? Mesh. Okay, wir nehmen. Arachnophobia und Mod ist hier Hobby. So. Genau, dann senden wir nämlich ab morgen bei den Dingern, wo uns hinten eins fehlt, den ein Colt für alle Fälle, um 0 Uhr und die zwei Serien vorne, Mord ist ihr Hobby und rauchende Colts. Oh, cool, das sind sogar jetzt noch mehr, die zugucken. Wunderbar. Das läuft gut. So. Okay. Den nochmal austauschen. Schauen, ob alles glatt gegangen ist. Jawohl, Marlboro Light, sehr schön. So, morgen, dann bringen wir den Colt für alle Fälle um 0 Uhr.
Bringen wir die Rauch Nicole mal um 19 Uhr, verschieben wir das ein bisschen. Der bringt noch 102.000. Okay, läuft alles wunderbar. Wir gehen ins Studio, um uns einen neuen Einkaufszettel zu holen für unsere zweite Folge von Jeremy. So, neue Einkaufsliste, Dankeschön. Und ins Supermarkt. Drehbedarf. Ein Kind. Natürlich wieder unser Kappenkind. Ein Schauspieler. Ihn natürlich wieder. Noch ein Schauspieler. Ihn wieder. So. Eine Schauspielerin. Dann nehmen wir natürlich wieder die zwei Guten. Einen Garten. Deluxe. Muss. Und einen Straßenzug. Auch Deluxe. Okay, wir haben noch 201,2 Millionen. Können wir uns da was leisten? Für die Betty? Ein Sportwagen? Ja. Machen wir. Das machen wir. Wir haben es heute. Wir können heute richtig ein auf dicke Hose machen. Vor allem, da unsere Filme heute recht gut laufen, 46% gegenüber 33%. Wir haben natürlich viel mehr Zuschauer als er, aber er hat halt für seine Verhältnisse einen sehr guten Marktanteil. Und die Oma hat jetzt bald hier den Giraffenhalswärmer fertig. Kulturbeiträge, ja. So, Betty, jetzt wollen wir es mal richtig beliebt machen hier. Schwupps. Das war jetzt aber ein ganzes Stück nach oben hier. Da kommt der andere nicht mit. So, schauen wir mal. Ja, Marlboro Light ist wieder okay. Gleich mal zu News wieder rein. Dann haben wir um 23 Uhr direkt neue News haben. So, noch gibt es nichts Neues. Warten wir mal kurz. Und 23 Uhr. Auch nichts Neues. Okay. Müssen wir trotzdem ins Büro und schauen, weil wir müssen ja darauf reagieren können, auf Friedhof der Kuscheltiere, möglicherweise. So, schauen wir mal. Ja, 51,7 Millionen. Wunderbar. Also den bekommen wir auf jeden Fall noch weg. Aber ob wir den noch wegbekommen, na, das ist fraglich, weil wir werden ein bisschen was verlieren. Stirb langsam können wir dann auch verkaufen. Machen wir mal. Ach so, wir wollten ja auch noch, wir haben ja unsere Einkaufsliste haben wir noch nicht abgeliefert, unsere neue. Das machen wir auch kurz. So, hier oben. Also der Sportwagen hat uns hier schon richtig mächtig vorangebracht. Das muss man schon sagen. Okay. Was meint der Herr denn? Fabelhaftes Resultat. Wunderbar. Produktion starten. Morgen 22 Uhr. Ist egal. Senden wollen wir es ja eh noch nicht. Wir gehen jetzt stirb langsam verkaufen. So. Gut. Haben wir noch alles, was wir wollten? Arachnophobia, falsches Spiel und traumatische Hobby. Jo. Perfekt. Ja, gehen wir wieder in unser Büro.
Und erhöhen die Geschwindigkeit etwas.